So, da wollen wir mal, ha? Also, warum wir heute hier sind, ist, wir wollen mal Outdoor-Food testen. Spaghetti Bolognese. Im guten alten. Du hast noch Wasser? Das ist hier drin. Neu, ne Jean, 500, 400 Milliliter. Na, 500. Ist ja noch warm. Meine neue Handtasche. Zeug an der Pfanne da. Outdoor kocht. Nur ein bisschen. Und die haben wir damals extra gekauft für. Ne? Outdoor Puten. Für die. Hab ich jetzt daheim auch einen. Wo sind die Göffel? Da drin. Ach, die Göffel sind da drin. Gut. Dummer Kaffee. Mein Kaffee? Da. Darf ich? Mal den. Also, worum geht es? Male. Das hier. Na? Haben wir gekauft gestern von meinem Geburtstagsgutschein. Was hat das gekostet? Stand doch drauf, glaube ich. 5,95 €. Ja, nicht schlimm. Deswegen kriegen wir definitiv keinen Ärger. Also hat der Bauer hier nichts zu melden, das ist Gemeinde. Das gehört der Gemeinde, besser gesagt. Reparation. Naja, mal zeigen, was man in dem Mini drin hat. Hier, Maxpedition Micro, genau. Sentinel, der Executive, Taschenlampe und Stummfeuerzeug für 1 Euro. Kannst du da schon mal einschütten, das Wasser? Bitte. Ja. Watt. Machst du? Schütt doch einfach rein. Oder Katzenhaare. Umrühren. Umrühren. Jetzt. Bruce Dunnell ist dann auch gerührt. Ist da schon Süßstoff drin? Deswegen musst du umrühren. Ace Cap. Und die Frau hat natürlich die bessere Ausgabe von Esbit. Ja. Für mich reicht hier das No-Name. Die Frau muss das bessere haben. Nein, den habe ich dir geschenkt, der gehört dir. Ich muss nicht das bessere haben. Doch. Du hast mir das bessere geschenkt. Ja, so meine ich das. Weil du das auch so wolltest. Jetzt die Tatsachen vertreten. Nein, mache ich doch gerne. Ja. Mach ich doch mal. Nein. Mhm. Nein. Da hinten müsste Meyenhausen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine nämlich an den zwei, drei Hügeln, die nebeneinander liegen. Muss mich daran erinnern. Da oben hatte ich mal einen Bekannten, der wohnte. Oben auf dem Hügel drauf hatte so ein Holzhaus. Kein Witz, ein Holzhaus. Der konnte rundum gucken. Den habe ich um das CB-Funken kennengelernt. Da habe ich noch unten in Neuwied in der Stadt gewohnt. Da haben wir dann so da hoch gefunkt und bin schon zu dem hin. Was suchst du? Nur, was ich da so alles drin ja, habe. Ja. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Gummis. Was soll ich denn mit Gummis? Für die Tritt-Tutzumare. Ach so, Gummis meinst du? Prost, Leute.
Was hast du denn jetzt gedacht? Ja, was weiß denn nicht, was du für Gummis meinst? Von der E-Mail. Aber wenn man sich so ein großes Paket bestellt, wo mehrere Sachen sind, ist doch billiger, wie so ein Tank. Also so sieht es innen drin aus. Das sind Gabelspaghettis. Jetzt machen wir mal auf Pause. So, Wasser kocht. Hast du die ganze Flasche reingetan? Ist ja noch übrig. Ist auch noch übrig. Und das alles beim Tun. Ja. So, muss man jetzt umrühren. Und dann 10 Minuten ziehen lassen. Wo kommen die Beutel eigentlich her? Meinst du die Hersteller oder was? Also. Ich dachte schon die Beutel, ja vom Beuteltier. So, guck mal auf deine Uhr. 10 Minuten sollen wir ziehen lassen, ne? Kannst du ja mal Timer einstellen. So. Bitte. Bitte. Hallo. Lübko. Ich rede mit dir. Mit dem Telefon? Ja. Starten. Im Befundfleisch. Im Befundfleisch. Also, 10 Minuten. Übrigens, geile Handyhülle, ne? Miau. Bis gleich. Hardcore, oder? Ihr verrat und. Nein! Schlägt. Nein, jetzt geht das nicht mehr, der nimmt auf. Du kannst entweder nur aufnehmen oder Fotos machen mit Sprache. Foto? Nein, geht nicht. Die kann dann wieder zurück? Nein, geht nicht. Der nimmt doch jetzt auf. Wenn du dem. Der nimmt jetzt auf. Wenn du dem sagst, Videoaufnahme, dann nimmt der auf. Mul ping. Ne Bim. Ja, wer ist das denn schon wieder? Ach so, wegen den Größen. Pawlikowski, was hast du denn für Bekannte? Das ist der Peter, der nach Hause gefahren ist. Der hat gesagt, er wollte. Ich hatte die ganze Zeit gefragt wegen den Kleidergrößen von seinem Jüngsten, weil ich doch vom Nietzsche die ganzen Klamotten noch habe. Rusch, sonst gibt's Rabentopf. Was sagt die Uhr? Ganz gut heißt er drin, mein lieber Scholli. Ja.
Mein Kaffee. Holt ihr Alarm. Die Soße Bolognese ist, also die Spaghetti sind fertig. Hast du leer gemacht? Dann musst du hier von deinem ein bisschen abdrücken. Dann muss ich ja noch meinen hier. Ja. Nee. Ich will nicht mehr. Ach, du willst nicht mehr? Na. Aber gut. Einer reicht. Dankeschön. Du musst die Bienen neben den Linken machen. Ja. So, also 10 Minuten rum. Soße fertig. Ist noch fertig. Ist keine Soße. Spaghetti Bolognese mit Rindfleisch. Füll mal. Ist noch schön heiß. Ja, mit Soße. Nudeln mit Soße. Ja, Nudeln mit Soße. Oh, Schweinerei. Oh. Und, riecht gut? Ja. Gib mir mein Fleisch. Fleisch. Das sieht ja aus wie Würmchen. Also. Dunnerkeil. Die sind es nicht schlecht machen. Hier sind 1000 Spaghetti so gestorben. Und Rinder. 100 Beuteltier. 100 Beuteltier. Ja, oh, muss ein bisschen verreiben. Hier ist die Soße noch nicht ganz aufgelöst. Verreiben? Verrühren. Durchrühren. Oh. Videos mit Frau Brehm zu drehen, verleiht dem Video eine unfreiwillig komische Note. Ja, muss ein Video halten machen. Nein. Ja, siehst du? Nachteil. Oh. Muss ein bisschen von haben. Oh. Muss ein bisschen verrühren. Ja, das ist der Nachteil. Hm. Aber ansonsten? Löffel mitnehmen. Was denn? Grünlöffel. Ja. Aber guck weg. Guck schon weg. Schon abgeteilt. Aufgelöst. So. Und so sieht's aus. Hm? Man kann es natürlich auch aus dem Beutel essen. Aber wir essen nicht aus Beuteltieren, ne? Ja, ab und zu. Gibt es noch andere Beutel? Guten Appetit. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Das extra Beutelchen mit dem Parmesan. Stimmt. Aber ansonsten für so eine. Wir haben die vergessen. Für eine Fertignahrung ist das nicht verkehrt, ha? Mit Fleisch sogar. Mhm. Und richtige Beefstückchen hier. Ja. Also, zwei Portionen für 6 Euro. Ist schneller als ich. Schatz? Ja? Hast du sehr gut gekocht. Genau. No, ich koche doch gern für dich, weißt du noch. Danke für die Einladung. Oh, bitteschön. Restaurant am Tür. Drei Outdoor-Sterne. Man mit sonntags immer Outdoor-Food essen? Ja. Outdoor. Ja. In the Outdoor. In the Great Outdoors. Sagt der Sepp immer. Vom Wald Handwerk. In the Great Outdoors. Geht's aus, geh Kuh. Geht's aus. Jo, mei. Kruzifix noch einmal. Ich muss aus, gehen Kuh. Oh. Was? Du hast es selbst noch. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die schon durch sind. Also die sind halt schon überall dente. Ja, das sind ja Mini-Nudeln. Die gehen ja schneller durch. Wie? Die sind ja noch hohl zwischendurch. Das sind ja praktisch Gabel-Makaronis. Hohlraum-Mini-Makaronis. Hohlraum. Und Makaronis sind immer hohl. Ja, doch, so wie manche Kollegen. Die sind auch hohl. Ich weiß, was die Kuh ist. I steht für im. Oh, IQ. Im Kopf. Genau. IQ steht für im Kopf. Da sind viele Zahlen drin. Ach du lieber Gott, wie kann man denn so? Und ich habe 40. Genau. 40 Fieber.
Genau, 40, weil ich mir das merken kann wegen meinem Fieber, weil 40 ist ungut. Ungesund. Also, können wir essen? Was sagst du? Würdest du das wieder kaufen? Ja. So viel draußen zu essen, geht das gut, ne? Mhm. Geht gut, ne? Ja, ja. Da war eine Knusprige. Crunchy. Ich weiß, wofür das cool ist. Hm? Für Wohnmobil. Das da? Urlaub. Warum? Hört man doch ein Gas her. Dann kann man doch richtig kochen. Ja, aber da brauchst du doch nicht so viele Lebensmittel mitschleppen im Wohnmobil. Ja, hast du recht. Und wenn man mal so 2-3 Tage ab vom Schuss ist. Wir kaufen uns ein Wohnmobil. Das sowieso. Also gemerkt, der macht kleine Schritte mit Zwiebeln drin. Mhm. Und der Speicher, dadurch, dass er gestiegen getrocknet ist, trotzdem auch noch Geschmack. Ja. Also für eine Outdoor-Nahrung wirklich nicht schlecht. Und die Soße ist nicht so wässrig, sondern schön gebunden. Mhm. Finde ich. Schnell abwaschen. Ah. Wie du wolltest spülen. Hey, das ist dein Keller, den musst du sauber machen. Heißt ich Arthur? Ja. Immer Not von dieser Birne. Schön warm gehalten. Hast du geguckt drauf? Nein. Also, sauber, ne? Ja. Kann man essen. Kann man essen. Oh, zieht sich zu. Ja, wir müssen heim. Wir müssen heim. Verhalten kommt hin. So. Dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Noch einmal schön mit Panorama. Und dann sagen wir Tschüssi. Tschüssikowski. Bis bald. Tschüss.